Jo Leute, was geht und willkommen zur Jo Leute, was geht und willkommen zur fünften Episode von 15 Gamefacts. Heute ein bisschen weihnachtlich, um euch die Weihnachtsstimmung ein bisschen zu vergönnen. Gönnt euch den Weihnachtsbaum, gönnt euch Arthur. Wir haben jetzt Softboxen. Und ein neues Mikrofon, was ihr gerade hört. Die einzige Sache ist, wir haben unser ganzes Geld dafür rausgehauen, dass wir nur eine Weihnachtsmütze kaufen konnten. Bevor wir anfangen, guckt auf Facebook vorbei, auf unseren beiden Accounts. Dort findet ihr nämlich jetzt jeden Tag neue Gamefacts als Bild. Und jo, ich würde sagen, fangen wir mal an. Weihnachtsspezial! Ursprünglich war geplant, dass nicht Donkey Kong, sondern Carmack zum Fahrerfeld von Mario Kart 64 gehören sollte. In GTA 5 werden von allen Spielern zusammengerechnet in der Minute einfach mal 432 Bilder geschossen. Spielt man die PlayStation-Fassung von Metal Gear Solid und spricht einige Male mit Colonel Campbell, fängt Snakes Team an, diesen mit dem schlechten Fernseher aufzuziehen. Bei der Entwicklung von Batman. Ich fick den Vater gern. Bei der Entwicklung von Batman Asylum wurde extra fürs Cape eine ganze Person in Betrieb gesetzt. Das heißt, diese eine Person war nur für das Cape verantwortlich. Jedes Jahr am 24. Dezember werden alle Truhen in Minecraft zu Weihnachtstruhen. Scheiße. Junge, hol mal Vibris. Bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor, bekommt jeder Begleiter von den vorherigen Teilen einen Gastauftritt. Legt man sich in der Call of Duty MW3 Map Sanctuary neben einem Grabstein, hört man leise Geisterstimmen flüstern. Ich denke, wenn ich das nicht wüsste, würde ich mir extrem Schiss da machen, wenn ich da rumcamp und dann von so kleinen Geistern weggescheucht werde. Dieses Easter Egg soll Camper verscheuchen. Ja, das ist cool. Also jetzt ein richtig cooler Fact, den ich richtig feier. Ihr kennt es ja sicher bei den Grand Theft Auto Teilen, dass da immer irgendwelche Bilder sind, die halt im Ladebildschirm kommen. Das sind die Artworks. Und in einem Artwork von Grand Theft Auto 4 ist da eine ziemlich attraktive rothaarige Frau. Und ich habe es echt noch nie bemerkt. Diesem Bild hat sie einfach mal 6 Finger. Läuft bei dir. Jetzt ein Fact zu einem Spiel, was mich echt nicht im Entferntesten interessiert. So mich gar auch nicht. Es geht um League of Legends. Ja, denn statistisch gesehen kriegt man nach jedem 1500. Spiel einen Pentakill. Die Hautfarbe des Pokémon Rosanas wurde von schwarz in lila verändert wegen Rassismusvorwürfen. In The Legend of Zelda Link's Awakening kann man Elektroblobs mit einem speziellen Zauberpulver besprühen. Sobald man diese bestäubt hat, sagen diese Sätze zum Spieler wie nie ohne Kondom oder gib mir deine Säfte und ich geb dir meine. Drückt man während der Credits der Gameboy in der Gameboy. Drückt man während der Credits der Gameboy-Kamera den B-Knopf, erscheint auf einmal ein Video, wo irgend so ein Entwickler von Nintendo, also ein Japaner, irgendwie rumspringt und rumtanzt und übel abgeht. Alter, als kleines Kind hätte ich da extremstens Trauma. Du wärst voll verstört, gell? Ja, die Golfkurse des Wii-Spiels Wii Sports sind allesamt Remakes der Level des Smash-Spiels Golf. Das finde ich extrem cool, da Altes nicht verloren gehen darf. Props an Nintendo. In dem Spiel Jet Set Radio gibt es ein Lied, das Super Brothers heißt und da handelt es sich um Mario und Luigi. Kurz nach dem Release von Rayman 2 wurde das Oberteil von Rayman von lila in blau umgefärbt. Soweit nichts Besonderes, aber jetzt kommt's. Denn der Grund war dabei, dass lila ausschließlich für Bösewichte benutzt wird, weil in Japan lila für das Böse steht. Müsst ihr mal drauf achten. Mario, Waluigi, der aus Far Cry 4. Pagamin, Far Cry 4, besser. Genau, der hat auch lila Sachen an. Jo Leute, das war's auch schon wieder mit der 5. Episode von 15 Gamefacts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, mal mit Weihnachtswäsche, Leute. Daumen hoch da lassen. Für den Weihnachtsbaum, für die Weihnachtsmütze, für mich, für andere nicht. Adeo, schön, Leute. Haut rein. Was haben wir alles gesagt?